Die Männer, die in der Falkensteiner Höhle eingeschlossen waren, die haben es Gott sei Dank rausgeschafft. Und das haben sie dem Mann zu verdanken, der heute bei mir auf dem roten Sofa sitzt. Jochen Hinz ist schon seit Jahrzehnten Höhlenführer auf der Schwäbischen Alb, auch in der Falkensteiner Höhle. Er ist gestern vor Ort, als die zwei Männer in der Höhle eingeschlossen werden. Denn er war ebenfalls auf Tour. Ja, und wegen des Starkregens hat Jochen Hinz seine Tour abgebrochen. Er wollte auf Nummer sicher gehen. Ihm war klar, da ist aber noch jemand in der Höhle. Und sie werden sicher schnell Hilfe brauchen. Jochen Hinz hat den Rettungsdienst alarmiert und in weiser Voraussicht ein Hilfsseil für die Taucher befestigt. Denn er weiß, die Höhle ist gefährlich. Und in diesem Fall hätte sie auch lebensgefährlich sein können. Herzlich willkommen, Jochen. Ich sag gleich zu Beginn, wir zwei duzen uns, denn ich war mit dir auch schon genau in dieser Höhle unterwegs. Deswegen weiß ich auch, wie vorsichtig du auf diesen Touren bist. Nimm uns noch mal mit, gestern in diesem Moment, wo du in der Höhle warst und wusstest, okay, da ist noch wer drin. Hallo Jana. Wir hatten ja gestern auch diverse Höhlentouren in der Falkensteiner Höhle. Aber es hat sich morgens schon abgezeichnet, dass einfach das Wetter sehr schlecht ist. Die Vormittagstouren konnten wir noch ganz normal machen. Aber nachmittags kam dann der Starkregen auf, wie vorhergesagt. Also es war jetzt die Situation gestern überhaupt keine Überraschung. Woran merkt man das, wenn man in der Höhle ist? Also steigt dann das Wasser oder wie ist das? In der Höhle merkt man das teilweise überhaupt nicht. Außer das Wasser wird manchmal so milchig und schäumig. Und dann sollte man gucken, dass man rauskommt. Aber wir haben von vornherein schon laut Programm, laut unserem Sicherheitskonzept, einfach die Touren von vorne weg abgebrochen, aus Sicherheitsgründen. Okay, das heißt also, du warst in der Höhle und du wusstest schon vorher, okay, ich kann nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt meine Touren heute machen? Genau, die Nachmittagstouren haben wir schon durchgeführt, aber eben bis zu dieser neuralgischen Stelle, diesem ersten Ziffer. Vielleicht können wir da gleich mal reinschauen, wie das aussieht in der Höhle. Also, weil du sagst gerade, da gibt es eine neuralgische Stelle. Für die, die es nicht kennen, gucken wir uns das mal an. Wir haben eine kleine Grafik vorbereitet. Da gibt es quasi, da geht man rein vorne und geht es durchs Regentörle. Und dann kommt man zu diesem ersten Ziffern. Und dahinter ist dann diese Reutlinger Halle? Genau. Diese erste Ziffer kommt nach ca. 400 Meter in der Falkensteiner Höhle. Und das ist, da muss man durchtauchen. Da muss man durchtauchen. Bei normalen Wasserständen sind da vielleicht so 5 bis 10 cm Luft. Und wenn es dann zugeht, dann wird es kritisch. So wie gestern. Das heißt, du sitzt da drin. Wie glaubst du, ich meine, du kennst diese Höhle so gut, du kennst auch die Situation gut. 25 Jahre warst du auch im Rettungsdienst. Was müssen diese zwei Männer sich in dem Moment gedacht haben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese zwei Männer genau wussten, dass Rettung kommt. Weil man hat ja durchaus Sicherheitsvorkehrungen, auch wir gewerblichen Höhlenguides. Und so kam es ja dann auch. Sie wurden gerettet. Ja, aber dank dir. Ich weiß, du hörst es nicht gerne, wenn Stimmt. ich jetzt sage, dass du Lebensretter bist. Das gefällt dir nicht. Aber es ist tatsächlich so. Du warst derjenige, der den Notruf abgesetzt hat. Kannst du mir das noch mal erklären, wie die Situation war? Gut, wenn ich nicht den Notruf abgesetzt hätte, dann vermutlich auch jemand anderes. Das ist sehr bescheiden, aber nimm uns trotzdem noch mal mit auf, also du bist aus der Höhle raus und du hast ja auch aus irgendeinem Grund dieses Seil da festgemacht. Klar, es war einfach klar, der Wasserstand steigt weiter. Es ist klar gewesen, es sind zwei Personen in der Höhle drin und die kommen nicht mehr raus. Und dann, also ohne Rettungshilfe. Und in letzter Minute haben wir versucht, noch dieses Rettungsseil in diesen Demutschluf, das ist so eine Niedrigstelle am Höhleneingang, gelegt. Bevor der auch noch ganz zuging. Dass es einfach die Taucher von vornherein leichter hatten an dieser Stelle. Aber was ist das für dich für ein Gefühl zu wissen, da sind irgendwie, da ist ein Kollege drin, da ist ein Kunde von ihm mit drin und du machst hier gerade dieses Rettungsseil fest, weil es wird keinen anderen Weg geben. Das ist richtig. Aber ich war mir auch ziemlich sicher, dass gerade dieser Guide an dieser Stelle sitzt, wo er dann auch gefunden wurde. Du erzählst das so, als wäre das völlig normal, aber ich glaube, für uns alle wäre das, also ich meine, da dieses Seil festzumachen, damit die rauskommen, in dem Moment wusstest du ja schon, es kommt zu einer brenzligen Situation. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich habe einfach versucht, das zu machen, was ich konnte. Reingehen und die retten
Dafür gibt es Fachleute, das kann ich nicht. Und dann habe ich eben das gemacht, was in meiner Macht steht. Jetzt waren ja auch die Fachleute vor Ort, 80 Helfer insgesamt. Wer zahlt so einen Einsatz? Normalerweise sollte es für solche Einsätze eine Versicherung geben. Und gibt es auch. Du sagst normalerweise. Ja, gibt es schon auch. Ich glaube, was da dahinter steckt, ist das, was heute auch schon in den Nachrichten ja ein bisschen rumgeistert. Nämlich, falls es sich bewahrheiten sollte, dass es sich um Fahrlässigkeit handelt, und ich denke, du willst da jetzt keinen anschwärzen oder irgendwas, falls es sich um Fahrlässigkeit handeln sollte, dann ist natürlich fraglich, ob dann tatsächlich eine Versicherung greift. Gut, es wird im Bedarfsfalle durch die Gerichte entschieden worden, denke ich mal. Aber du für dich hast tatsächlich gestern entschieden, das ist kein Wetter, wo ich Kunden zu diesem ersten Ziffern, zu dieser ersten Stelle schicke. Doch, bis zu diesem ersten Ziffer schon. Also dahinter raus? Dahinter raus natürlich nicht, weil wir haben die Wetterlage gekannt, wir haben gewusst, es kommt Regen, es kommt viel Regen. Und ich meine, die Zeitspanne, von nachdem der erste Ziffer vollgelaufen ist, bis der Demutschluf vorne vollgelaufen war, das waren 3 Stunden. Also wir hatten alle Zeit der Welt, in Ruhe rauszugehen. Hattest du selbst schon mal so eine Situation, dass du irgendwo festgesessen bist oder dass es zumindest brenzlig wurde? Nein. Und dass bei dir eine Art Panik bei den Kunden ausgebrochen ist? Also ich kann mich an unsere Tour erinnern und ich bin jetzt nicht ungeübt, aber ich bin tatsächlich da bei dieser einen Stelle, da, wenn es so eng wird und man mit dem Kopf unter Wasser geht, das hat auch bei mir eine gewisse Panik ausgelöst. Wie gehst du dann damit um, wenn das passiert? Ja gut, durch meine 25 Jahre im Rettungsdienst bin ich es durchaus gewohnt, mit den Ängsten von Menschen umzugehen. Und es hilft mir dann natürlich schon, auch die Leute richtig einzuschätzen. Und was machst du dann konkret? Beruhigen, was man eben so macht. Ja, du bist total verwachsen mit dieser Gegend. Wie oft warst du schon in der Falkensteiner Höhle drin? Viele 100 Mal. Du kennst die also wie deine Westentasche. Ja. Und warum gehst du da immer wieder rein? Wir haben es ja auch heute mehrmals schon gehört. Schon 2015 gab es da einen Unfall und es ist nicht ungefährlich. Das ist eine wilde Höhle. Was treibt dich da immer wieder rein? Ich meine, nachdem du die Höhle ja auch kennst, weißt du ja auch, dass es einfach was Einzigartiges, Besonderes ist. Es ist die einzige wasserführende Höhle in Deutschland, wo man solche Touren machen kann. Und es gibt nur ganz wenige in Europa. Was fasziniert dich daran, in Höhlen reinzugehen überhaupt? Die Zeitlosigkeit. Das wirst du ja mir auch bestätigen können, dass man jegliches Zeit- und Raumgefühl in dieser Höhle verliert. Oder in Höhlen allgemein. Kann das nicht auch das Gefährliche sein? Wenn man die Höhle kennt, nicht. Hast du Angst? Ich meine, du hast heute so viele Interviews gegeben. Du bist total geschafft, das weiß ich. Aber wie sieht es jetzt aus? Kommt jetzt so ein Bashing? Ist jetzt so, dass plötzlich alle Touristen sagen, oh Gott, in Baden-Württemberg kann man nicht mehr in die Höhlen gehen? Also ich habe heute natürlich auch viel Kundenresonanz gekriegt und es war alles durchweg positiv. Natürlich hat mal jemand angerufen und gefragt, findet die Tour jetzt morgen statt oder nicht oder überhaupt noch? Aber es war alles durchweg positiv. Jochen, dann wünsche ich dir weiterhin so viel Glück auf deinen Touren und natürlich auch deinen Kunden, dass du mit deiner Erfahrung da immer an ihrer Seite stehen kannst. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich danke auch.